So, es ist jetzt 4 Tage nach der Saab von der Zuckerrübe und jetzt ist schon mal das erste Mal Zeit, um eine erste Kontrolle zu machen wegen Schnecken. Natürlich wäre die sicherste Variante, wenn ich jetzt da einfach präventiv schon wieder Schneckenkörner streue. Das ist aber gar nicht erlaubt und macht ja auch keinen Sinn, wenn es gar keine Schnecken hat, dass ich dann da auf dem ganzen Feld Schneckenkörner ausbringe. Um das zu kontrollieren, tue ich hier an einer Stelle ein paar Schneckenkörner an. Dann lege ich hier einen Schaumstoff drauf. Da wird mit einem Pfahl befestigt. Die Schnecken sind wirklich kogentückisch, und zwar reden wir hier von den Ackerschnecken. Die sieht man im Normalfall nicht. Die verstecken sich im Boden. Die können hier zu Nacht fressen an der Riemlung, bevor die überhaupt vorkommen. Also wenn wir jetzt einfach mal schauen, kommt da etwas vor und es hat einen Haufen Schnecken, sieht man vielleicht gar nicht etwas, und das können wir uns natürlich nicht leisten. Darum ist die Kontrolle extrem wichtig. Morgen gehe ich dann da kontrollieren, ob es da Schnecken hat, die sich dann verkochen haben unter dem Schaumstoff, oder ob es Schneckenspuren hat, und dann sehen wir, ob es nötig ist, um das Feld zu behandeln oder ob wir es noch einziehen lassen können.